Ich möchte Google Drive nutzen, um Schülern Dokumente zugänglich zu machen. Dazu muss ich mich, wenn ich bei Google bin, hier erst anmelden. Ich brauche also ein Google-Konto mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort. So, weiter. Passwort weiter. Gut. Hier oben sehe ich, dass ich angemeldet bin. Und hier ist Google Drive. Bei Google Drive klicke ich links oben auf Neu und mache einen neuen Ordner. So, diesen Ordner nenne ich zum Beispiel Klasse 9c Mathematik. So, Mathe fertig erstellen. Da, hier unten ist der erscheinte Ordner, den kann ich anklicken. Das ist alles online, nicht auf meinem Rechner. Hier kann ich Dateien anlegen und wenn ich den hier anklicke, kann ich ihn freigeben. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel Link zur Freigabe abrufen. Da muss ich die Linkfreigabe aktivieren und dann habe ich hier einen Link. Und die andere Möglichkeit ist, Leute einzuladen. Dann könnte ich hier bestimmte E-Mail-Adressen eingeben, ja? Oder eben wieder diesen Link kopieren. Jeder mit dem Link kann die Datei ansehen. Wenn die Schüler den Link nach USA schicken, können die das auch machen. Eignet sich also nur für Arbeitsblätter, die wirklich jeder auf dieser Erde sehen darf. Aber dafür ist es sehr praktisch. Neben aber Arbeitsblättern kann ich weitere Unterordner machen, kann Google Docs nutzen, erstellen und freigeben. Also in dieser Google Docs ist sowas wie Word online. Also hier kann ich schreiben, Test. Bisschen langsam alles, genau. Und da könnten auch, das ist ein unbekanntes Dokument, ja, da könnten jetzt auch andere, das kann ich wieder freigeben hier, können dann die Schüler mitarbeiten. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, also Tabellen, Präsentationen. Beim Formular kann ich eine Umfrage machen und mir gefällt dieses MyMaps gut, eine gemeinsame Karte, in die jeder Schüler etwas einträgt. Und das war's, fertig.